Wer sich im Deutschen Roten Kreuz engagiert, kennt Folgendes nur allzu gut. Üben, 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 bis jeder Ablauf und jeder Handgriff sitzt. Heute nehmen wir euch auf eine solche Übung mit. Wir begleiten die 5. Einsatzeinheit des DRK-Kreisverbandes Karlsruhe. Doch was ist eigentlich eine Einsatzeinheit? Holger Kröner, Zugführer der 5. Einsatzeinheit, erklärt. Das ist eine von 5 Einsatzeinheiten, die es im Kreisverbandsgebiet vom DRK in Karlsruhe gibt. Und wir sind so der östliche Bereich, kommt aus dem Pfinstaler Bereich und geht bis zur Heilbronner Kreisgrenze. Wir sehen die Rettungskette so, dass die Erstversorgung für den Individualnotfall eigentlich der Rettungsdienst flächendeckend durchführt. Danach kommen die Schnelleinsatzgruppen in verschiedenen Funktionen, Erstversorgung, Transport oder Betreuung. Und erst dann, wenn diese vorgehaltenen Rettungskräfte nicht mehr ausreichen, dann werden die Einsatzeinheiten alarmiert. Was heute auf die Einheit zukommt, weiß Alexandra Geckeler, Leiterin der Akademie der Chriscom Solutions GmbH, die die Übung überwacht. Die Einsatzeinheit hat hier geübt, und zwar ein Szenario, wir haben eine Gasflaschenexplosion auf einem Zeltplatz gehabt und angenommen eine unbekannte Anzahl von Verletzten. Da die Gruppe erst abends abgeholt wird mit einem Bus, hat man sich entschieden, okay, wir nehmen eine Einsatzeinheit mit dazu. So war es eine Mischung aus Betreuung und Sanitätsdiensteinheit. Die Übung beginnt. Die Informationslage zu Beginn spärlich. Im hinteren Bereich des Firmengeländes detonierte, explodierte Gasflasche, mehrere Verletzte. Wir gehen zur Lageerkundung. Gerade ist die Einsatzeinheit an der Einsatzstelle eingetroffen. Jetzt müssen sich die Einsatzkräfte erst einmal einen Überblick über die Lage verschaffen. Der Eigenschutz steht dabei im Vordergrund. Sobald die Gefahrenstelle gesichert ist, können weitere Einheiten mit ihrem Material nachrücken. Explodierte Gasflasche, 20 Verletzte. Auch wenn es nur eine Übung ist, wird den Einsatzkräften ein realitätsnahes Szenario geboten. Blutende Menschen mit schmerzverzerrten Gesichtern mischen sich mit geschockten und verwirrten Personen. Gerade beginnt die Vorsichtung. Je nach Schwere der Verletzung bekommen die Patienten ein grünes, gelbes oder rotes Bändchen. Durch die Farben legen die Helfer nach vordefinierten Kriterien fest, welche Verletzten zuerst behandelt werden müssen. 4 rote, 5 gelbe und 9 grüne. Am Rande der Gefahrenstelle haben die Ehrenamtlichen mittlerweile die sogenannte Patientenablage eingerichtet. Hier können vor allem die Schwerverletzten notfallmedizinisch versorgt werden. Die leicht verletzten Personen dagegen können den Unfallort aus eigener Kraft verlassen. Sie werden daher zur weiteren Versorgung an den Betreuungsplatz gebracht, registriert und medizinisch betreut. Die Erstversorgung der Patienten ist jetzt sichergestellt. Zwischenzeitlich ist der Einsatzleitwagen eingetroffen. Von hier aus behalten die Einsatzkräfte den Überblick über die Lage vor Ort. Sie können mit Hilfe der Technik den Einsatz optimal koordinieren. Zugleich organisieren sie aber auch den Transport der Patienten in die umliegenden Krankenhäuser. Hier 112 mit einer Durchsage an alle Einsatzkräfte. Einsatzende, Übungsende. Für die ehrenamtlichen Übungsteilnehmer steht nun erst einmal die Einsatznachbesprechung an. Neben viel Lob gibt es aber auch den ein oder anderen Punkt, der verbessert werden kann. Und dazu haben die Helfer direkt im Anschluss die Möglichkeit, denn dann wird das Szenario wiederholt. Nach Abschluss der Übung zeigte sich Alexandra Geckeler zufrieden. Also ich kenne sie ja schon von letztem Jahr. Wir hatten letztes Jahr schon eine Gelegenheit zu üben und man hat einen massiven Verbesserungseffekt gesehen, auch heute schon im ersten Durchgang. Es war nicht schlecht. Es gab Ecken, wo man sagte, ja, das könnte man optimieren, aber dafür sind wir auch da. Und nach dem Feedback, auch die zweite Runde war heute eine deutliche Steigerung und es war strukturierter, es lief wirklich super gut ab. Also Chapeau, war wirklich klasse. Nicht nur viele Erfahrungen, sondern auch mehr Sicherheit für zukünftige Einsätze werden die ehrenamtlichen Helfer heute mit nach Hause nehmen. Und sicherlich wird dies auch nicht die letzte Übung dieser Art für die 5. Einsatzeinheit des DRK-Kreisverbandes Karlsruhe sein. Denn Übung zahlt sich aus.